Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sean Kagura Shinobi vs. Ja, da letztes Mal ich mit Heat Bijoshin fertig bin, ja, habe ich mir gedacht, ich spiele ja die Asuka Story, also ja die Hanzo Story, die Homura, die lasse ich zuletzt, ja, weil das sind so die overpowered Charaktere. Also für mich ist jeder dort ein bisschen overpowered und hier bei Asuka. Ja, habe ich einfach die Lieblingsgirls. Also dort sind die meisten Lieblingsgirls von mir und ist auch recht witzig und ja, los geht's. Yay, Askas Stimme. Ja, also eigentlich wechselt jedes Mal sogar die Stimme, aber diesmal hat's Askas Stimme erwischt. Ja, also nicht gerade meine Lieblingsstimme, aber eine von meinen Lieblingsstimmen. Ja, nicht mein Liebling, aber eine von meinen Liebling. So, jetzt komm, lade nicht so lange. So, ja, also hier seht ihr mal den Raum vor mir. Ja, seht ihr? Seht ihr? Es schüttet ihre Brust. Wenn sie rumläuft, schüttet ihre, wackelt ihre Brüste. Yay, so. Ja, ah, das ist der einzige Mann im Spiel. Er ist der einzige Mann im Spiel, der Leder. Der einzige Mann. Ja. Und du hörst wahrscheinlich sogar schwul. Ja, ja. Ja, ah, Daidoji-san. Aha. Ja, okay. So schaut hier die geheime Ninja-Raum von Hanzo aus. Ja, mit Zahnrad und so. Und ja, los geht's. Yep. So, ja, Kapitel 1. 1 von 1. Los geht's. Also, was ich noch sagen kann bei Hanzo-Schule, also das sind eine, also meine Lieblingsstory. Also diese Story, die ich jetzt spiele, die sind alle meine Lieblingsstory. Und wieso? Das ist alles so witzig. Also die meisten Girls dort, die haben die meisten Humor und zeigen die meisten Körperteile, also ja, und sind lustig, ja. Los geht's! Ja, heute ist der Beginn der Ausbildung, ja. Ja, Kira-Sensei, vielen Dank für deine Unterstützung. Asuka-chan, ja, ich mag die Stimme von Hibari, ja. Asuka-chan, heute bist du so wirklich lebendig, ja. Ja, die Katzlagi. Ja, wenn du am Morgen, wenn Chili geschüttet wirst, wirst du auch wirklich lebendig sein. Warte, Katsune, was hast du da gerade gesagt? Ich sah dich, als du dich mit einem Trockentuch trocknest und wenn du deine Unterwäsche noch anhattest. Ja, wie mein Video-Thumbnail, den ihr wahrscheinlich schaut, sieht. Das ist Asuka übrigens. Mit einer Unterwäsche trocknet sie sich. Mann, wenn das nicht krass ist, also geil ist, dann weiß ich auch nichts. Aha, trocknen mit einem trockenes Tuch und dazu in Unterwäsche. Asuka, du weißt aber was über altmodische Hygiene. Ja, als ich ein Kind war, lernte ich es von meinem Opa, mit einem trockenes Tuch zu trocknen, wenn du ein Unterwäsche hast, von oben bis nach unten und du wirst dich nicht mehr erkälten. Ja, eigentlich reimt das sich in Japanisch, aber naja. Ja. Das hat sie wohl so gelernt. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Vielen Dank für diese Info. Mann, Katsune. Wenn du also mit ein trockenes Tuch dich trocknest und dazu Unterwäsche anhattest, wirst du dich nicht erkälten. Ja klar, Hibari, das solltest du jeden Morgen machen. Jetzt kommt's. Ja,
Außerdem tu es ernsthaft vor den offenen Fenster, also tu vor einem offenen Fenster in Unterwäsche. Ja, die ist so dumm. Fertig. Außerdem wird es noch mehr hygienisch sein, wenn du es splitternackt tust. Yay, splitternackt, hat sie gerade gesagt, ja. Katsuragi, du hast echt Mut, Hibari mit solchen perversen Sachen beizubringen und das vor meinen Augen. Ja. Warte eine Sekunde, Yagyu, warum hast du dein Schwert gezogen? Ich werde Hibari vor alles beschützen, auch vor Perversen wie dir. Das ist meine Antwort. Also echt, ihr beide seid wirklich ein, Liebesschwesterpaar, sag ich mal. Du und Hibari. Liebesschwesterpaar? Nun ja, das ist was anderes. Also ich meine damit, das bedeutet, Nun, da ihr jetzt fertig mit dem Gespräch seid, heute über die Grundausbildung ist es mit hölzerne Attrappen, ja. Grundausbildung? Wieso? Egal wie erfahren ihr seid, ein Ninja muss auch mal was ziemlich Einfaches und sinnlose Sachen machen, um etwas draus zu lernen, ja. Wenn du in der Ninja-Welt überleben willst, musst du um jede Kleinigkeit achten. Ja, niemals die Deckung lassen, auch wenn es ganz sicher ausschaut. Jawohl! Oh, was? Spiele ich jetzt mit allen fünf? Nein, man kann immer nur einen Charakter spielen, aber ich hoffe, im zweiten Teil verbessert sich das und danach kann man, immer tauschen, alle fünf auf dem Feld und man tauscht immer, wie bei Lego, kannst du immer tauschen. Asuka! Yay! Also Asuka zählt noch zu einem meiner stärksten gepowerten Charakter und hep, yay, da, bam! So. Los geht's. Und sie schaut aus wie eine Schülerin. Ja, wie eine Schülerin. Ja, für mich ist das eine schön. Mit Krawatte, Pullover und der Röcken. Bam. Asuka-Thema. Bam, bam, deck. Also mit die kann man Combo machen. Das habe ich noch in Erinnerung. Yay. Bam. So. Ja, Hidden Impo. Ja, Kreuzsprung oder Kreuzschlag. Bam! So. Da gibt's ja noch ein Combo, und zwar den Riesenfelsen. Bam! Genau wie Erdversteck. Ja, Erdversteck. Bam! Und ja, Fistwirbelschlag. Bam! Yay! Ja, das ist Asuka nun mal. Oh, 600 Combo, 700, yay! Los, bis 1000? Yay, 1000! 1200! 1300! Yay! Also mit Asuka habe ich noch einiges drauf. Yay! Süß.
Okay, alle hölzerne Attrappen wurden zerstört. Asuka, das war beeindruckend. Kiriya-sensei, von nun an arbeiten wir alle wirklich hart. Ja. Ja, das war meine Absicht. Das war auch meine Absicht, mit nette, süße Junior-Studenten zusammenzuarbeiten, ist wirklich hart. Okay, bitte helfen Sie uns. Klar, lass es mich noch einmal sagen, meine Arbeit ist immer freundlich und rücksichtsvoll. Ja, mit viel Liebe zu Detail, berührt, tasch, mit viel Liebe zu Detail, quetsch, ja, ich glaube, man spricht das Quetsch aus. Ich denke, ich soll wirklich deine Hand abschneiden. Ja, nur ein Witz. Ich bin jemand, mit dem du lieber keine Witze machen solltest. Ikaruga, hilf mir mal schnell. Man erntet, was man sieht. Ach, was zum oder mir ja, unmöglich. Ja, Yagyu-chan, da die Ausbildung beendet hat, lass uns gehen und Süßigkeiten essen gehen. Was? Das heißt doch, nur wir beide allein nach der Schule zusammen am Süßigkeiten essen und gleich auch noch eine süße Zeit verbringen? Nun ja, so in etwa. Katsuragi, du hast nochmal Glück gehabt, aber das gilt vielleicht nicht mehr für morgen. Ich will jetzt nun mit Hibari allein sein. Lass uns schnell gehen. Ja! Und weg. Ihr zwei, bitte wartet. Die Ausbildung ist doch gar nicht abgeschlossen. Sie sind schon weg. Puh, gerettet. Aber Ihre Bedrohung hindert mich noch lange nicht daran, mit meiner sexuellen Belästigung aufzuhören. Yep. Meine beiden Hände können begrapschen so viel wie sie möchten oder so viel wie möglich. Warum ist das so? Jeder macht nur Ärger oder auch Stress. Ja, Ärger oder Stress. Aber für mich, ich liebe euch alle. Ja, Katsune, Ikaruga, Himari, Yagyu, ich liebe euch einfach alle. Ja. Ja, also soll auch jeder ihr Bestes geben, um ein perfekter Ninja zu werden. Oh, ja. Ja, wenn ich es nur allein so mache, sehe ich irgendwie aus wie ein Idiot. Kicher. Das ist nicht so.
Ja, lasst uns alle zusammen versuchen, das Beste zu geben, um ein perfekter Ninja zu werden. Ja. Und ja, damit wäre dieses Kapitel auch durch. Tja, mal sehen, ob es noch ein Level-Up gibt. Also ich glaube, Asuka habe ich zu Maximum trainiert. Ja, niemals. Ich habe den besten Rang erreicht. Yahoo! Ja, Level 50. Ja, Level 50. Die Maximum kann gar nicht mehr steigen aus Level 50. Ja. Tja, also dann, ja, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel lachen und perverse Sachen sehen wie ich hier bei die Hanzo-Schule, also die Hanzo-Story, denn das ist einfach die beste, die witzigste und die geilste Story. Ja. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.